Also, ich bin der Maximilian Steurer. Ich bin von Höchst, bin eigentlich im Hotel Linde groß geworden und bin jetzt seit 2013 bin jetzt der Pächter. Das ist eigentlich jetzt eine relativ lange Zeit, weil ich doch erst 30 Jahre alt bin. Papa hat es krankheitsbedingt damals verkauft und ich bin jetzt Pächter und es funktioniert eigentlich einwandfrei. Also wie gesagt, ich bin eigentlich seit ich Kind bin, stand ich in der Küche und hilf mit, habe ein bisschen Petersil zupft und sonst was. Von der mich schon die Leidenschaft her. Natürlich, der Papa ist in der Küche gestanden, dann wollte man natürlich beim Papa sehen, wie das halt ist. Und durch das, dass die Eltern halt viel geschafft haben, ist man natürlich im Betrieb runtergekommen und hat mitgeholfen, hat das Ganze auch gesehen. Durch das habe ich natürlich auch die Leidenschaft entwickelt. Also wir sind jetzt ein Landgasthof, wir haben ein Hotel mit 30 Zimmern, haben im à la carte Bereich ca. 150 Plätze im Restaurant oben, haben zusätzlich noch einen Linderkeller, der ist eigentlich in höchster Umgebung recht bekannt. Ich würde mal sagen, alle, die zwischen der 80er und 2000er geheiratet haben in Höchst, haben zu 90% geheiratet. Das ist ganz ein uriger Raum. Gefühlt manchmal ist es irgendwie eine Abrischi-Hütte, weil es einfach doch viel Holz, eher alter ist, viel, drückender Klee. Aber das ist ein total lässiger Charme. Aber jetzt mittlerweile kommt es wieder, gibt es wieder viel Trachterhochzeiten und solche Veranstaltungen. Macht man wie über Donau und das ist total lässig. Ja. Also wir haben sehr unterschiedliche Gästeschichten. Am Morgen kann natürlich viel ältere Stammgäste, die sich einfach treffen, auf ein Bierle, auf ein Kaffee. Dann am Mittag haben wir natürlich viel Geschäftsleute, die einfach ein Mittagsmenü essen. Da haben wir aber zwei Varianten. Wir haben im Geschäft ein Mittagsmenü, haben aber zusätzlich bei der Firma Blum einen kleinen Foodtruck. Das ist ein E-Bike, wo man aufklappen kann und dann haben wir eine vollwertige Küche. Dort kochen wir auch immer Kleinigkeiten, Wraps und kleine Schöpfgerichte. Es wird natürlich sehr gut angenommen, weil dann haben sie nicht so ein Witterwerk zur Arbeit. Denn am Abend haben wir eigentlich recht viel Hotelgäste, Stammgäste, die kommen. Am Wochenende auch sehr viel Schweizer. Aber es sind wirklich zu 70% Stammgäste und man weiß genau, eigentlich kann man dann ein Mineral und ein Bier anstellen und dann ein Prosecco, weil es immer wieder kann, immer wieder der gleiche Tisch wendet. Ist zwar ab und zu eine Herausforderung, wenn man irgendwelche Gruppen hat. Aber wie gesagt, es ist halt fein, wenn man alle Leute kennt und ihre Vorlieben und Marotten natürlich was. Also auf regionale Partnerschaft legen wir Wert. Wie gesagt, wir haben jetzt auch Vorarlberg schon seit sicher 30 Jahren, also länger wie ich auf der Welt bin. Gibt immer wieder ein bisschen Kontroverse, wer geht Vorarlberg. Aber wie gesagt, wir sind immer schon so gewesen, wenn wir einen Partner haben und es funktioniert mit dem gut, dann bleiben wir dabei. Und sie haben natürlich auch super Produkte und schauen natürlich auch sehr auf den Gastronom. Und das, auf das legen wir natürlich Wert. Wie gesagt, wir haben natürlich auch viele Produkte einfach direkt aus Höchst. Also wir haben das Gemüse vom Malerhof oder vom Armin Blum, haben wir Kartoffeln, Kürbis, die ganze Sache. Wie gesagt, Milch oder der Mozzarella haben wir vom eigenen Hof oder die Eier auch. Dann haben wir vom Käsemau aus Riefersberg haben wir den ganzen Käse und Eier. Man schaut natürlich einfach darauf, dass man so viel wie möglich aus dem Ländle beziehen kann. Natürlich alles ist nicht möglich, da lügt man sich selber an. Aber einfach das, was man kann, holt man natürlich von daher. Das ist wichtig. Noch bin ich sehr motiviert. Es ist oftmals, kriegst du zwar wieder einen Tiefschlag mit der Bürokratie, das ist, haben aber alle. Es ist halt mittlerweile doch schwierig, zu manche Sachen realisieren, weil es einfach bürokratisch nicht geht. Aber noch habe ich die Motivation, ich bin doch noch recht jung. Habt ihr Spaß dran? Wie gesagt, Mitarbeiter haben einen Spaß dran und das ist das Wichtigste eigentlich. Und der Rest kriegen wir auch eine. Von dem her passt es eigentlich recht gut.